willkommen zum 5. Türchen vom Bier-Adventskalender. Und diesmal bin ich besser vorbereitet, denn ich habe mir dieses schöne Heft genommen und habe jetzt endlich mal hier hinten auch die Punkte eingetragen bei den einzelnen Kategorien, habe die Biersorten hingeschrieben, habe auf Etikett, Farbe, Schaum, Geruch, Geschmack die Punkte vergeben von 1 bis 5, dass ich eine bessere Übersicht habe. Und das von gestern ist das mit den geringsten Punkten. Das hat nämlich nur 10 insgesamt. Die zwei davor haben beide 15 erreicht. Das erste 13, ihr seht. Es bleibt also weiterhin spannend. Heute also das 5. Türchen. Also nehmen wir uns wieder hier unseren Adventskalender. Und ich glaube, je mehr Bier ich daraus trinke, desto schwerer wird der. Obwohl er ja eigentlich leichter werden müsste. Hier unten ist auf jeden Fall die 5. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich drück das einfach mal hier rein. Greif mal beherzt zu. Und wir sehen schon, das füllt so das ganze Loch aus. Lass mal den Botsch weg. Weil es eine dicke Flasche ist, die sieht also anders aus als die bisherigen, ist ein bisschen kürzer, nicht so lang wie die andere, dafür aber auch breiter. Maxel Helles. Ihr seht ja auch erstmal den Deckel natürlich wieder. Der sieht nach was aus, nicht so wie andere. Solche Konsorten hat man auch schon dabei. Sieht einfach aus wie Oettinger. Das natürlich nicht. Das sieht nach was Besonderem aus. Sieht wieder sehr bayerisch aus durch die Farbgestaltung, auch durch die Wipfel, die da auf der Etikette mit versehen sind. Original Maxel Helles nach alter bayerischer Rezeptur. Das wollen wir euch jetzt wieder zeigen. Wir drehen euch da mal kurz um. Adi ist auch gerade hergekommen. Na, Adi? Willst du auch einen Schluck Bier? So sieht das also aus. Eine kleine, dicke Flasche. Da habt ihr nochmal den Kronkorken Original Maxel Helles seit 1636. Ja, das sieht alles schön einheitlich aus. Hier mit einem Bierkrug, mit so einer Robin Hood Mütze, Schlossbrauerei, Maxel rein. Sieht auf jeden Fall hell und freundlich aus. Hinten auch ein Etikett drauf. War ja bisher auch nicht bei jedem. Es gab ja auch welche, wo hinten gar nichts drauf war. Und das Ganze hat hier 5,1 Promille, also Prozent. Du sollst nicht immer Promille sagen. Okay, dann sagt man nicht Promille. Das wollen wir jetzt natürlich auch testen. Stellen euch mal wieder hier oben ab. Dazu machen wir erstmal das Bier auf, schenken ein, bewerten die einzelnen Kategorien bzw. das Etikett. Können wir jetzt schon bewerben. Ist so ähnlich wie das Tannenhell, würde ich sagen. Aber das Tannenhell hat mir irgendwie ein bisschen besser gefallen. Das sieht so altmodisch aus. Bei Tannenhell hat mir die Schrift noch ein bisschen besser gefallen. Aber eben auch das Helle am Etikett, was man so gesehen hat. Und das Detail von diesem Häuschen, was im Hintergrund war, diesem Fachwerkhaus. Hier kann man machen, spricht mich jetzt aber nicht so an. Da fand ich die Frau noch attraktiver als diesen bärtigen Mann. Deswegen würde ich sagen, was hat man bei dem Tannenhell? Ich glaube 4 Punkte. Geht man hier auch 3 Punkte. Geht also. Gestern, das hatte ja nur einen Punkt. Aber trotzdem 3 Punkte sind auf jeden Fall okay. Jetzt machen wir es aber erstmal auf. Dazu fluppen wir mal wieder den Deckel weg. Und das zweite Mal, dass es hier ordentlich knallt in Ramses Bierstübchen. Nicht riechen, erst einschenken. Genau, deswegen haben wir hier wieder unser Verkostungsglas. Bier-Tasting, nun das nächste Bier einfüllen, sind dann natürlich gespannt, wie das schmeckt. Dürfte natürlich, weil es helles ist, sehr hell sein. Das können wir jetzt schon mal verraten. So, schenke ich dann wieder ein. Wollen wir eine Schaumkrone, wollen wir keine Schaumkrone, wollen wir alles mit einmal reinhauen. Ich glaube, irgendwie ist es beim Hellen immer so, dass es nicht so extrem schäumt. Also müsst ihr vorher umschwenken und gerade einschenken, dass das noch ein bisschen Schaum obendrauf bekommt. Ist also eingeschenkt. Sieht wieder sehr hell aus. Nicht so trüb wie das erste. Das erste, das sah so ausgewaschen aus, eben wie als wäre es eine Fanta und kein Bier. Hat eigentlich eine schöne Farbe. Nicht so krass wie die anderen, die zwischendurch kamen, die so richtig golden waren. Bei Farbe würde ich jetzt auch, sagen wir mal, geben wir auch 3 Punkte einfach. 3 Punkte für Farbe. Dann kommt natürlich der Geruch. Fällt mir jetzt nicht sonderlich auf, also wir hatten welche dabei, die haben süßlich gerochen, wir hatten welche dabei, die haben richtig stark gerochen.
Das riecht eigentlich sehr neutral, unauffällig, aber nicht unangenehm. Geben wir für den Geruch auch mal 3 Punkte. Also das ist einfach bis jetzt ein sehr durchschnittliches Bier. Und jetzt kommt es natürlich noch auf den Geschmack an. Das Maxl Helle, ne? Wohlbekomm's, Prost, sage ich da mal. Hat ein bisschen eigenen Nachgeschmack, finde ich. Ist zwar ein helles, aber finde ich nicht, schmeckt so wie die anderen. Die anderen waren wahrscheinlich doch. Ist sicherlich ein Unterschied zwischen hell und Weizen. Nicht alles, was hell ist, ist gleich Weizen. Weizen ist Weizen, hell ist hell, okay. Habe ich also jetzt mit einem anderen Geschmack gerechnet. Finde ich Weizen als helles Bier trotzdem irgendwie angenehmer, da das eben auch wie so eine Bananennote immer hat, auch wenn da gar keine Banane drin ist. Ich ja trotzdem großer Bananenweizen-Fan bin. Und ja, ich glaube, selbst beim Geschmack würde ich auch so im Mittelmaß bleiben. Im Durchschnitt so bei 3. Hat es also in jeder Kategorie 3 Punkte abgestaubt. Wir probieren aber nochmal. Ja, da fand ich geschmacklich trotzdem. Das eine halt, was so kräftig war, konnte man gut trinken, hat einen richtig kräftig würzigen Geschmack gehabt. Dann das andere, was ein bisschen heller war, das ist sehr gut geflossen. Da habt ihr gar nicht gemerkt, wirklich, dass da Alkohol drin ist. Wo viele gesagt haben, das ist total wässrig, aber ich fand, das konnte man richtig gut trinken. Hat mir auch richtig gut geschmeckt. Und das eigentlich sehr standardmäßig, sehr herkömmlich, genau eben wie bei dem Geruch und allem drum und dran. Deswegen bleiben wir bei den 3 Punkten. Ist also ein sehr durchschnittliches Bier. Maxl Helles. Ist aber nicht schlimm. Geht ja schlechter, wie man weiß. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir gucken mal. Morgen ist doch Nikolaus, ne? Was wir am Nikolaustag für ein Bierchen drin haben. Vielleicht haben wir morgen was ganz Besonderes. Wenn nicht, ist egal, weil jedes Bier ist ja was Besonderes. Ich werde das jetzt hier noch austrinken. Mann, so viel Kohlensäure ist da doch gar nicht drin. Jetzt muss ich über so aufstoßen, also... Ich werde das jetzt noch raustrinken. Wir sehen uns dann morgen wieder beim 6. Türchen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.